Zurück bei Brinkmann und König. Unser Gast ist Dr. Gregor Gysi von der Linken und Ewald König hat die nächste Frage. Ja, zurück noch einmal zu der Initiative Aufstehen von Sarah Wagenknecht. Sie sind ja kein großer Freund von dieser Initiative. Wäre es besser, wenn diese Initiative nicht von Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine gekommen wäre? Nein, da gibt es ein Problem, dass es ja viele in meiner Partei gab und gibt, die waren wirklich für ein Zusammengehen mit Grün und SPD. Nun, da standen Sarah und Oskar nicht immer im Vordergrund, sondern eher hatten sie Bedenken. Insofern gibt es so ein paar Glaubwürdigkeitsprobleme, wenn sie jetzt plötzlich dafür eintreten. Trotzdem, das würde mich gar nicht stören, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, ich verstehe nicht, warum wir das nicht in der Partei diskutiert haben, nicht in der Fraktion diskutiert hat, dass man daraus was Breiteres gemacht hat. Sie hätten ja auch meine Hilfe in Anspruch nehmen können, wollten sie alles nicht. Und deshalb habe ich vorhin darüber gesprochen, was meine Sorge ist. Es gibt unterschiedliche Antworten bei den Linken in Europa und in Deutschland. Und ich nehme an, ein bisschen soll die Initiative auch dazu dienen, die Mehrheitsverhältnisse zu verändern bei den Linken, dass man sich anders durchsetzen kann. Und dagegen habe ich wieder nichts, wenn es dann auf eine demokratische Art und Weise passiert. Aber ich sage auch abwarten. Also wenn das Ganze funktioniert, wenn wir jetzt richtig eine Bewegung zustande bringen, na, umso besser, kann ich nur sagen. Aber ich habe da noch so meine Zweifel. Wir haben in Sachsen und in manchen anderen Teilen der ostdeutschen Bundesländer Leute, die auch aufstehen, allerdings ganz anders. Ja. Mit Hitlergruß und mit... Aufstehen klingt überhaupt ein bisschen nach Armee, ne? So. Ja, aufstehen. Sicherlich, ja, genau. Stramm stehen. Wie weit lässt sich diese Einstellung vieler Leute erklären aus einer Haltung, die schon in der DDR unterdrückt worden ist, aber doch vorhanden war? Also, es gibt vier Ursachen dafür, dass die AfD und das Umfeld prozentual im Osten stärker gewählt wird als im Westen, wobei es natürlich in ganz Deutschland ein Phänomen ist. Aber warum? Vier Gründe. Der erste Grund ist, die Ostdeutschen empfinden sich als Verlierer der Geschichte, denn sie hatten die sowjetische Besatzungsmacht, die anderen hatten die westlichen Besatzungsmächte, was viel leichter war. Da muss ich immer erklären, wenn die sowjetische Besatzungsmacht im Westen gewesen wäre und die westlichen Besatzungsmächte im Osten, wären alle genau umgekehrt. Also das ist ein Zufall, ein Glück oder eben kein Glück. Insofern empfinden sie sich als Verlierer der Geschichte. Dann kommt die DDR. Das Komplizierte an der DDR war, dass sie eine geschlossene Gesellschaft war. Menschen in Dresden und Chemnitz hatten keine Chance, Menschen muslimischen Glaubens kennenzulernen, geschweige denn zu lernen, mit ihnen umzugehen, mit ihnen zu leben. Die gab es dort überhaupt nicht. Es gab zwei Ausnahmen, das ist interessant, bei den Wahlergebnissen, schauen Sie sich an. Die eine Ausnahme war Leipzig und die zweite Ausnahme war Berlin, Klammer auf Ost, Klammer zu. Das eine durch die Messe wahrscheinlich? Ja, durch die internationalen Messen. Und da gab es das Herder-Institut und an der Universität in Leipzig gab es ganz viele afrikanische und arabische Studentinnen und Studenten. Die haben sie kennengelernt und gelernt, mit ihnen umzugehen. Und in Berlin konnten alle Ausländerinnen und Ausländer aus West-Berlin immer mit Tagesvisum einreisen, sodass man sie kennenlernte. Und zum Beispiel an der Hochschule für Ökonomie in Karlsruhe gab es auch ganz viele arabische und afrikanische Studenten. Deshalb ist das Ergebnis der AfD übrigens in beiden Städten, also in Ostberlin und in Leipzig, geringer als zum Beispiel in Dresden und in Chemnitz. Das hängt damit zusammen. Dann gibt es noch eine dritte Ursache. Die dritte Ursache ist, bei der Herstellung der deutschen Einheit wurden die Ostdeutschen nicht gleichberechtigte Deutsche, sondern Deutsche zweiter Klasse. Sehen Sie mal, noch heute kriegt man für die gleiche Lebensleistung im Osten eine geringere Rente. Noch heute muss man länger arbeiten für einen niedrigeren Lohn bei gleicher Arbeit. Das geht einfach nicht mehr, weil das demütigt ja auch. Es ist doch nicht nur der materielle Verlust, es demütigt auch. Dann sagen mir wieder manche, ja, aber die Preise sind ja im Osten niedriger, was zum Beispiel bei Energie und Wasser gar nicht stimmt. Stimmt, bei Mieten stimmt es noch etwas. Ja, gar nicht. Ja. Aber ich will nur sagen, aber vor allen Dingen, die Preise sind ja auch unterschiedlich zwischen München und einer Kleinstadt. Trotzdem kriegst du da keine geringere Rente in der Kleinstadt. Also das ist doch kein Argument mehr heute. Und das ist schlimm und da gibt es einen Teil, das will ich gar nicht bestreiten. Wenn du Mensch zweiter Klasse bist, suchst du einen Mensch dritter Klasse. Das war völlig falsch, aber sowas passiert. Und dann gibt es einen vierten und einen letzten Grund. Sie haben eine Massenarbeitslosigkeit erlebt im Osten nach 1990, wie sie dem Westen glücklicherweise erspart geblieben ist. Aber deshalb sind die sozialen Ängste doppelt so groß. Also sie dachten, erst hat uns die deutsche Einheit die Arbeitsplätze genommen, jetzt kommen die Flüchtlinge und nehmen uns wieder die Arbeitsplätze weg. Das ist zwar falsch, ich trete dagegen auf, aber so kommt das Ganze zustande. Die Nazi-Aufarbeitung hat in der DDR schon stattgefunden, allerdings mit einer Ausnahme.
die hat Bundespräsident Herr Gauck mal gut herausgearbeitet. Er hat gesagt, der Apparat in den alten Bundesländern hat nach 45, also ab 49, die Aufarbeitung erstmal verhindert, weil ja fast alle Nazis übernommen worden sind und die waren natürlich nicht daran interessiert. Dann hat er gesagt, im Osten sind die Nazis wirklich entfernt worden. Aber es wurde eine antifaschistische Regierung gebildet und die wollte ja die Mehrheit repräsentieren. Deshalb mussten sie die ganze Bevölkerung für antifaschistisch erklären. Die Folge war, dass auch dort die individuelle Aufarbeitung zum großen Teil ausfiel. In der Schule nicht. Es stimmt auch nicht, was Antisemitismus betrifft. Der Film Professor Mamluk, Jakob der Lügner, Ehe im Schatten. Also das hat es alles gegeben. Das hat schon stattgefunden. Aber ich kann Ihnen sagen, zum Ende der DDR nahmen rechtsextreme Straftaten zu. Das heißt, immer wenn eine Struktur abgelehnt wird, aber man noch gar nicht in Form der Demokratie denkt, kommt man auf andere despotische Strukturen und beschäftigen sich mal heute damit, warum mögen so viele Türken und Türken Erdogan? Natürlich ist der Putin natürlich auch eine einsame Machtgestalt und viele Russinnen und Russen lieben ihn ja. Trump ist natürlich einer, der das auf seine Art auch versucht, die Demokratie hindert ihn daran, aber man weiß ja, was er eigentlich will. Es beschäftigt mich jetzt auch sehr gedanklich. Welche Veränderung ist das eigentlich in der Welt, dass die Leute anfangen zu sagen, naja, so ein Despot, wenn er denn das Richtige will, ist vielleicht gar nicht der falsche Weg. Ich halte ihn für völlig falsch, aber so ist die Situation. Wenn wir die Ursachen nicht richtig identifizieren können, dann können wir schon gar keine Lösung finden. Richtig. Das heißt, ist unsere Politik, das ist die Frage, Sie sind im Bundestag, ist die machtlos? Nein, erstens sind Sie gegenüber den großen Konzernen machtlos. Die entscheiden, was Sie machen, nicht Sie entscheiden, was Sie machen. Die müssen wir entflechten, verkleinern. Oder öffentlich-rechtlich gestalten. Also ich bin für Privateigentum und Genossenschaftseigentum in der Mitte. Ich bin nur dagegen bei der öffentlichen Daseinsvorsorge. Ein Krankenhaus muss ich nicht in erster Linie rechnen, sondern in erster Linie für Gesundheit sorgen. Eine Brücke in Genua soll nicht in erster Linie Geld bringen, sondern halten. Ne? Ein großer Unterschied. Ich sag mal Elsenbrücke jetzt in Berlin, ja? Weil man jahrelang nicht investiert hat. Kommt jetzt die Quittung, kann man sich ja alles ausrechnen. Aber ich sage auch, das ist das eine. Und das zweite ist, man darf nicht eine solche soziale Spaltungspolitik machen. Ich sage Ihnen mal nur eine Zahl. Die finanziell untere Hälfte in Deutschland besaß 1998 vom Gesamtvermögen in Deutschland 2,9%, 2013 nur noch 1%. Verstehen Sie, aus 2,9 werden nicht 3 und dann 3,5, sondern 1%. Und weltweit ist es das Gleiche. Die Armut nimmt zu und der Reichtum wächst in immer weniger Händen. Wir haben jetzt über 2000 Milliardäre. Ich bitte Sie, eine Milliarde, das ist tausendmal eine Million. Verstehen Sie, es wird alles so grenzenlos. Das verstehen die Leute nicht. Nur im Augenblick geht es nicht nach links, sondern eher nach rechts, was auch wieder mit den historischen Niederlagen der Linken zu tun hat, das heißt, und dem Misstrauen. Im Augenblick, Sie rechnen damit, dass der Pendelausschlag wieder in die andere Richtung geht? Mal zu, ich bin ja Linker, also hoffe ich ja, dass mal wieder die Welt sich Richtung links entwickelt. Allerdings ist es auch klar, ich will in demokratischen Ländern, Diktaturen geht es nicht, da muss man andere Wege gehen, eine Transformation zu einem demokratischen Sozialismus. Und dabei muss ich aber auch alle Schlussfolgerungen ziehen aus dem Scheitern des Staatssozialismus. Also Demokratie muss gewahrt werden, Rechtsstaatlichkeit muss gewahrt werden, die effiziente Wirtschaft muss erhalten bleiben. Ich muss zwar bestimmte Dinge ändern bei den großen Konzernen und natürlich bei der öffentlichen Daseinsvorsorge, aber der Kapitalismus kann bestimmte Sachen, er kann übrigens auch gut Wissenschaft und Forschung, er kann auch eine gute Kunst und Kultur hervorbringen, konnte der Staatssozialismus auch. Und auch gute Wirtschaftssenatoren. Ja, also top, also einen gab es mal in Berlin, aber davon abgesehen, es gibt auch Dinge, die er nicht kann. Er kann keinen Frieden halten. Es geht immer um Ressourcen und es wird zu viel an Kriegen verdient. Das muss überwunden werden. Er kann keine soziale Gerechtigkeit herstellen. Das muss überwunden werden. Und er hat mit ökologischer Nachhaltigkeit Schwierigkeiten. Und zwar nicht dann, wenn wir alle zusätzlich was kaufen müssen, da ist er dafür, sondern dann, wenn man Dinge nicht mehr herstellen darf. Und dass die USA wiederum aus dem Klimagipfel ausgeschieden sind, ist natürlich eine große Tragik. Das können wir uns alles gar nicht leisten. Ich meine, ich schon noch, ich bin ja jetzt 70, aber wenn ich an die Kinder und vor allen Dingen an die Enkelkinder denke, geht es nicht mehr. Aber Dr. Gysi, das hört sich alles wunderbar an, aber Sie wollen ja eine Regierung. Dankbar. Was? Sie wollen ja an die Regierung. Rot, Rot, Grün,
oder rot, schwarz oder was auch immer. Wie wollen Sie das denn umsetzen? Das ist ein Unterschied. Der erste Satz, den Sie gesagt haben, der impliziert ja, dass die NATO eigentlich weg muss. Das werden Sie ja mit keinem der möglichen Koalitionspartner irgendwann in der Zukunft erreichen. Herr Brinkmann, da muss man unterscheiden zwischen Visionen und konkreten Aufgaben einer Regierung. Wir hatten immer die Vorstellung, dass man die NATO auflösen und ersetzen soll durch ein neues System, ein neues Bündnis für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und zwar dann, große Wunsch 1990. Ja. Nur mit den und dann, Europäern. Ja. Die Linke der SPD hatte das auch vorgehabt. Da sind wir noch flexibel, was die USA betrifft, aber wir müssen Russland einbeziehen, anders geht es gar nicht. Ist nicht leicht zurzeit, weiß ich, aber anders geht es gar nicht. Aber das kriegen wir nicht in einer Legislaturperiode hin. Das ist eine Vision, an der wir arbeiten. Was wir machen müssen bei einer Koalition, das, wie ist der Maßstab? Du kannst ja auch falsche Kompromisse machen, die dich deine Existenz kosten. Und ich habe gesagt, eigentlich ist es ganz einfach. Alle Schritte müssen in die richtige Richtung gehen. Sie können nur kürzer sein als gedacht. Also ich nehme mal ein Beispiel. Wir sind für das Verbot. Ganz kurz, eine Minute. Gut, wir sind für das Verbot von Rüstungsexporten. Werden wir nicht durchsetzen. Aber wenn wir durchsetzen, dass an Diktaturen und Entspannungsgebiete wie in den Nahen Osten keine Waffen mehr geliefert sind, ist das ein großer Fortschritt. Wenn allerdings unter unserer Regierungsbeteiligung die Rüstungsexporte zunehmen, dann können wir unsere Sachen packen und nach Hause gehen. Das heißt, der Schritt muss immer in die richtige Richtung gehen. Er kann nur kürzer sein als gedacht. Also, kein schlechter Maßstab, oder? In die richtige Richtung gehen, aber die Schritte etwas kürzer machen und dann klappt das. Und dann wird irgendwann Gregor Gysi vielleicht mit 85 doch noch Bundesminister für Verteidigung. Adenauer war 73, als er Kanzler wurde. Die habe ich noch gar nicht erreicht, also habe ich noch alles vor mir. Ist gut. Ob das ein Versprechen ist oder nicht, liegt an Ihnen. Wir nehmen das mal so hin. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, war wieder ein sehr erbauendes Gespräch. Danke meinem Kollegen Ewald König. Und danke Peter Brinkmann. Und wir danken Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Brinkmann und König, dienstags immer 18.15 Uhr. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder mit einem wieder sehr interessanten Gast. Aber wer kann schon Dr. Gysi toppen? Und vor allen Dingen, das Buch Denken Weihnachten kommt, Autobiografie. Danke und tschüss.